Friedrich Strettmanns. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Das erste Problem, das ich an der heutigen Aktuellen Stunde habe, dass sie überhaupt notwendig ist. Eine Aktuelle Stunde soll auf aktuelle Ereignisse Bezug nehmen. Die Frage der Reform des Wahlrechts ist aber gar kein aktuelles oder eigentlich jeden Tag ein aktuelles Thema, sondern es ist ein Thema, das uns seit Beginn dieser Wahlperiode beschäftigt und mit dem sich auch in einer Kommission wir uns als Parteien und Fraktionen beschäftigt haben. Der Vorschlag, der einzig konkrete Vorschlag, der nämlich von Grünen, FDP und der Linken vorgelegt wurde, ist ein Ergebnis dieser Mitarbeit in der Wahlrechtskommission. Von daher bin ich froh, dass sich die Arbeit insoweit ausgezahlt hat. Ja, natürlich hat Herr Schneider, Kollege Schneider recht, wenn er sagt, unser Vorschlag ist keine Garantie, dass, wie von uns prognostiziert, der Bundestag auf eine Größe von ungefähr 630 Abgeordnete abgeschmolzen würde. Aber ist der einzig konkret vorliegende Vorschlag, der überhaupt in diese Richtung geht? Und ich halte das für erforderlich, weil das ein Wunsch ist, den die Bevölkerung an uns herangetragen hat. Wir haben diesen konkreten Vorschlag am 11.10.2019 öffentlich gemacht. Wir haben ihn in eine Gesetzesinitiative eingebracht und er hat eine Nummer. Er ist also diskutabel. Aber was tut die Große Koalition? Sie redet mit uns überhaupt nicht darüber. Wir haben immer deutlich gemacht, dass unser Vorschlag ein Gesprächsangebot ist. Aber ein Gesprächsangebot muss man auch mal bereit sein, anzunehmen und zu diskutieren. Das sind Sie offensichtlich nicht. Ich bin es an dieser Stelle auch ganz ehrlich gesagt leid, und da ärgere ich mich wirklich, dass ich Ihre Vorstellungen der Großen Koalition, vor allen Dingen der Union, immer nur den Medien entnehmen kann. Suchen Sie das direkte Gespräch. Unsere Fraktionsvorsitzenden haben ja aus lauter Verzweiflung einen Brief an Sie gerichtet. Und morgen, habe ich gehört, soll es dann endlich zu einem Gespräch kommen. Das ist in Anbetracht der Laufzeit eine pure Frechheit gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Ich will einen Punkt noch deutlich betonen, weil das auch immer wieder andiskutiert worden ist. Uns als Fraktion und Partei Die Linke ist die Frage eines paritätischen Wahlrechts, also einer gleichen Zahl von weiblichen und männlichen Abgeordneten in diesem Haus, extrem wichtig. Da können wir uns gerne drum kümmern. Also wir wollen auf jeden Fall einen geschlechtergerechten Bundestag haben. Dieses Thema haben wir auch ganz bewusst am Anfang in die damalige Wahlrechtskommission unter der Leitung von Herrn Schäuble eingebracht. Und ich habe dann zur Kenntnis nehmen müssen, dass eventuell eine Wahlrechtsreform an diesem Thema gescheitert wäre. Um das wichtige Thema der Wahlrechtsreform und Reduzierung nicht nur davon abhängig zu machen und um Ihnen von der Union keinen Vorwand zu liefern, die Wahlrechtsreform scheitern zu lassen, haben wir dieses Anliegen zurückgestellt. Aber wir werden es niemals aufgeben, um das deutlich zu machen. Ich muss aus dem ganzen Verhalten, insbesondere der Union, von Herrn Oppermann haben wir ja immerhin eine Zustimmung zu unserer Gesetzesinitiative als Einzelmeinung hören dürfen. Aber das Verhalten der Union interpretiere ich so, dass sie ernsthaft kein Interesse haben, ein Wahlrecht im Sinne einer wirklichen Verkleinerung und einer grundsätzlichen Reform anzupacken, auch wenn Herr Große-Brömer etwas anderes hier vorgetragen hat. Ihre Handlungen stehen, ihre Nichthandlungen stehen im Grunde für sich. Andererseits bin ich es auch leid. Und mich erreichen viele Zuschriften zum Thema Wahlrecht von Bürgerinnen und Bürgern, die auch genau ihr Anliegen formulieren, dass der Bundestag kleiner werden soll. Und ich bin es leid, ganz ehrlich, wenn ich mich für eine Verkleinerung einsetze, wenn meine Fraktion sich dafür einsetzt, meine Partei und mein Mitstreiter hier mit unserer Gesetzesinitiative auch, dass wir in eine politische Mithaftung genommen werden für das, was Sie hier veranstalten, nämlich Nichthandeln. Das ist Förderung der Politikverdrossenheit. Und deshalb ist die Reform so wichtig, damit wir auch nach draußen zeigen, wir sind handlungsfähig. Ich wünsche mir, dass aus dem morgigen Gespräch der Fraktionsvorsitzenden ein konkretes Ergebnis herauskommt. Wir stehen, und das haben Sie zu vertreten, inzwischen unter einem enormen zeitlichen Druck. Das wäre nicht notwendig gewesen, wenn dieses Gespräch viel, viel früher stattgefunden hätte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Schwebmanns. Die nächste Rednerin ist für Bündnis 90 Grüne die Kollegin Britt.